Herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum 3-Zonen-Lernmodell. In meinem letzten Video habe ich ja kurz erklärt, wie das 3-Zonen-Lernmodell aufgebaut ist. Heute möchte ich mal kurz darauf eingehen, wie man das jetzt auch verwenden kann, um Lernvorgänge vielleicht auch ein bisschen darzustellen, ein bisschen plausibler zu machen, um ein Verständnis auch dafür zu bekommen. Ich habe ja gesagt, wir befinden uns hier in dieser Komfortzone. Wenn wir etwas lernen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall hier rausgehen. Das soweit schon mal klar. Hier draußen ist in dieser Panikzone, da ist kein Lernen mehr möglich. Hatte ich ja auch erklärt. Da werden Noradrenalin ausgeschüttet. Da kann das Gehirn sich auch irgendwie nichts abspeichern. Und warum scheitern jetzt manche Menschen beim Erreichen ihrer Ziele? Weil sie sich ihre Ziele einfach hier raus in die Panikzone legen und meinen, sie müssten dann in einem Rutsch durch dieses Ziel erreichen. So funktioniert es aber leider nicht. Das heißt, ich muss mir hier auf jeden Fall Zwischenziele einbauen. Diese großen Ziele, die es zu erreichen gilt, ist ja oftmals so, wenn ich selbst komme aus dem Laufen, wenn ich mir jetzt das Ziel setze, ich will jetzt mal einen 100 Kilometer ran machen, 100 Kilometer Long-Distance-Lauf und mache eine Woche Training, melde mich an und fahre dahin, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich scheitern werde. Gehe ich aber hin und bereite mich über 2 Jahre vor, dann habe ich auch eine Chance, ein Ziel zu erreichen, was außerhalb dieser Lernzone liegt. Aber dann bereite ich mich ja auch darauf vor. Gleiches ist, wenn ich Vorbilder habe, die völlig weit weg sind von dem, was ich gerade bin, dann kann ich im Prinzip auch nur scheitern. So, wie kann ich das jetzt verändern? Indem ich hingehe und sage jetzt hier, gutes Beispiel, ich möchte einen 100 Kilometer Lauf irgendwann mal absolvieren oder vielleicht halt auch einen 42 Kilometer Lauf, sprich einen Marathon. Das ist jetzt vielleicht ein Ziel, was für den einen und anderen in der Panikzone liegt. Und wenn ich aber hingehe und mir hier Zwischenziele einbaue, dann verändert sich natürlich, weil das ist ja hier alles variabel, dann verändert sich natürlich halt auch hier meine Komfortzone. Meine Komfortzone wird größer, weil die habe ich ja verlassen. Das heißt, ich habe mich hier in diesem Bereich weiterentwickelt und natürlich wächst dann auch darüber hinaus die Lernzone über dieses Ziel dann natürlich halt auch hinaus, beziehungsweise es verschmälert ja auch den Bereich der Panikzone, die dann natürlich auch wieder nach außen wächst. Und so, denke ich, kann man anhand dieses Modells schön darstellen, wie ich große Ziele erreichen kann, wenn ich mir kleine Zwischenziele einbaue. Das soweit mal dazu. Wenn es Fragen gibt, einfach hier unten in die Kommentare rein. Freue ich mich, beantworte ich die sehr gerne. Und wenn es zu diesem Lernzonenmodell noch Fragen gibt, auch unten rein, beziehungsweise einfach mal hier oben schauen. Da verlinke ich nochmal das erste Video, wo ich das 3-Zonen-Lernmodell vorstelle. Demnächst habe ich noch ein paar weitere Ideen damit vor. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Entwickler 4.0 und ich bin einfach dafür bereit, alle mitzunehmen, alle einzusammeln und weiterzuentwickeln. Ich will noch Abwechslung machen.